Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. So, wir sind im Winter angekommen. Brrr, es ist ein bisschen fröstelig hier. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier erstmal Erkundung. Ich habe jetzt eben schon mal ein bisschen reingeguckt. Wir haben zwei neue Kinder daheim. Das heißt, es fehlt uns jetzt einmal ein Minenarbeiter. Und ein Jäger. Das heißt, das können wir hoffentlich so aufwiegen. Das dürfte eigentlich ganz gut passen. Hier bei der Mine fehlt jetzt auch noch einer. Ist okay. Würde ich so lassen, würde ich jetzt auch nichts dran ändern. Jetzt sind aber noch zwei Sachen kaputt. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal kurz zur Bauhütte und einmal Bescheid sagen. Ich finde es schade, dass das nicht automatisch geht. Dass die Fischerhütte repariert werden soll und der Brunnen soll repariert werden. So. Das heißt, ja, da gibt es wieder ein bisschen was zu arbeiten. Jetzt machen wir uns natürlich hier schon mal soweit fertig und nehmen uns jetzt hier mal das restliche Leder raus, craften da uns mal ein paar Säckchen draus. Ist ja fix gemacht, denn wir wollen ja jetzt wieder questen gehen. Und wer questen will, muss ja halt auch mal ein bisschen Geld mitnehmen, damit wir die Diplomatie auch dementsprechend hochkriegen. Jetzt kann ich nochmal gucken, wie viele Säckchen haben wir hier noch drin. Wir haben eigentlich noch so viele Säcke. Es ist der Wahnsinn. Gut, nochmal gucken. Wir haben Eisenäxte 20, Eisenhacken 17, Eisenhammer 18, Eisenmesser 15, Eisenschaufel 19, Eisensense habe ich nur eine, Eisensicheln haben wir 29. Okay, wir haben noch Kupferhämmer. Wir haben noch Kupfersicheln. Mhm. Ah, gut, jetzt werden die Eisensachen mal so ein bisschen angeraucht. Ist aber nicht weiter schlimm. Was sagt unsere Barrenfortschritt hier? Wir haben 34 Barren. Ja, eigentlich okay. Wir haben noch sehr viele hölzerne Fiolen. Wir haben auch 52 Kupferbarren. Eigentlich soweit sieht das für den Rest des Winters ganz gut aus. So, das heißt, ich werde jetzt hier nochmal ein paar einfache Säckchen mehr mit rausnehmen. Machen wir mal hier, oh gut, machen wir mal 92, würde ich sagen. So. Haben wir noch 140? Na komm, die 40 kann ich eigentlich auch noch mitnehmen, oder? Ja, das nehmen wir die 40 auch nochmal mit. Dann haben wir auch gut was zu verkaufen. 338 Säcke, weil ich muss ja jetzt gucken, dass ich hier unsere Münzen wieder reinkriege. Wir haben nicht allzu viel. Wir haben jetzt hier noch 500 Münzen in der Kiste. Die nehme ich jetzt nochmal mit raus. Ich kann die Weidenkiste eigentlich auch nochmal verkaufen, aber ich lasse sie jetzt mal drin. Mal sehen. Mal sehen. So, das heißt, wir gucken jetzt mal. Eins wollte ich aber noch umändern, und zwar in der Werkstatt. Produzieren wir 40% Eimer. Ich würde nämlich gerne auch schon langsam gucken, dass wir noch so die eine oder andere Sache mit reinnehmen. Wir haben eigentlich schon viel zu viele Teller. Das heißt, da produzieren wir mal weniger von. Wir haben auch eigentlich schon viel zu viele Eimer. Auch da gehe ich nochmal einen Schritt runter und packe jetzt nochmal dazu hölzerne Fiolen. Und auch nochmal Metflaschen, damit wir diese auch schon mal angesetzt haben für das Ganze. Metflaschen werden aus Ton hergestellt, das heißt, das passt eigentlich hier mit den Falkonen aus Ton. Wir könnten eigentlich auch nochmal ein bisschen hier von dem Ton soweit da ein bisschen runtergehen. Und auch nochmal, vielleicht nochmal was ein oder andere nochmal mit hinzupacken. Zum Beispiel hölzerne Schale könnte man jetzt nochmal erstmal mit zupacken. Damit wir dann nachher auch alles da haben. Mal gucken. Ich glaube aber, ich brauche nachher nochmal eine weitere Werkstatt. So, aber wir brauchen auf jeden Fall Arbeitskräfte nochmal wieder ein bisschen mehr. Das heißt, ich muss erstmal Dynastiepunkte sammeln. Gut, dann würde ich sagen, ne? Plätze. Ja. So, Plötze heißt jetzt auch Plötze. Ich habe den Umbenennen-Balken gefunden. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als allererstes los und machen uns mal ein bisschen Geld. Bevor das jetzt hier richtig losgeht.
Wir haben ja hier noch... Ist er noch da oder ist er nicht da? Ah gut, der kommt wohl wahrscheinlich erst. Der Händler. Oder ist nicht jede Jahreszeit da? Das kann natürlich auch sein. Und hier mitten auf der Straße stehen ist er gefährlich. So, wir reiten jetzt natürlich erstmal von Dorf zu Dorf. Einmal ganz klar schauen, dass wir... ja. Moment, ich muss ja erstmal... Zum Reittier wechseln war ha. Mir die Eisenarmbrust mal wieder rausnehmen. Die Eisenarmbrust nehme ich mir nochmal mit raus. Und die vergifteten Bolzen nehme ich mir alle einmal raus. Dann wieder zum Charakter wechseln. Legen wir die einmal kurz darauf. Und die vergifteten Bolzen nehmen wir auch nochmal. Ich hoffe, die 23 reichen. Die wir jetzt hier haben. Das sah jetzt eben merkwürdig aus, als wenn mich da irgendwie ein Wolf angreifen wollte. Gut, dann sind wir auch schon hier. Dann können wir erstmal gucken, was jetzt hier Phase ist. Gar kein Questgeber hier. Der ist, ich dachte, der wollte jetzt gerade zur Schenke. So, dann zeig mir mal deine Waren. So, wir können dir geben... Na komm, den kann ich dir eigentlich geben. Der gammelt ja jetzt nur. Wir geben dir jetzt erstmal einfache Säckchen und holen uns jetzt mal ein bisschen Geld. See you soon. Ah, da kommt die nächste. Halt, stopp. Zeig mir mal deine Waren. So, auch nochmal 70 los geworden. Have a good day. Müssen wir jetzt langsam gucken, dass wir hier... Die Steuern schon so langsam eintreiben mit unseren Säckchen. So. Auch hier nochmal 37 loswerden. Und bei dir auch nochmal. Ja, ja. Und hier kriegst du nochmal Säckchen dazu. Lebe wohl. So. Ach, ihr habt einen neuen Kastellan. Welcome. It was nice. Mhm. Neuer Kastellan. How are you? So, was kann ich dir denn helfen? Alte Lumpen. Na, was kriegen wir dafür? Flachs, Leder brauchen wir. Flachs und Leder. Haben wir Flachs hier? Sonst muss ich Flachs holen. Leder. Naja. Zeig mir die Waren. Ah, der hat Flachs. Leder kriegen wir ja schnell mal zusammen. Da waren dann 6. 6 Flachs. Und 9 Leder kriegt man ja eigentlich recht fix zusammen. Das wäre nicht das Thema. Müssen wir jetzt nur noch abliefern. Gut, dann können wir gleich weiter. Ich hätte das jetzt eigentlich auch gar nicht kaufen müssen. Ich hätte das eigentlich jetzt auch gar nicht kaufen müssen. Ich habe ja sowieso kein Leder. Und wir haben ja hier keinen Lederverkäufer quasi. Das heißt, wir reiten jetzt, wir lassen jetzt das Dorf da oben mal aus mit Geld rausnehmen. Ich denke mal, mit den anderen beiden Dörfern kriegen wir das auch noch hin. Das dürfte nicht das Problem sein. Na, sieht schon cool aus, wenn man dran vorbeireitet hier. So. Jetzt reite ich einmal geradezu durch. Wollen wir mal gucken. Oh, 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 da sind ja wieder... Böse Tiere. Böse Tiere. Diesmal kriegt er meinen Plätze nicht. Ich habe meine Armbrust. Ich steig vorher ab. Leer sterbe ich selber. So, dann wollen wir nochmal gucken hier. Was haben wir denn hier Schönes? Auf jeden Fall erstmal... Leute, die husten. Ah, hier. Wobei kann ich dir denn helfen? Genau wie Papa. Genau. Ja, langsam erkennt man das schon. Eine Steinaxt möchte der Kleine haben. Ja, das kriegen wir hin. Das ist nicht das Thema. Eine Steinaxt wäre nicht das Problem.
So, Norbert. Zeig mir mal deine Waren. Du hättest doch auch... Genau. Vergiftete Bronzepfeil, Eisenbolzen. Ich könnte hier einfach mal auffüllen. Dann brauchen wir da erstmal eine Weile drum keine Sorgen mehr machen. Und kann dir den Rest dann in Säckchen vermachen. Und krieg das Geld sogar noch wieder. Lebe wohl. So, und dann hier hinten, wo wir die Ziegen hatten. Ach, ey, kein Wunder, dass ich die Ziegen immer nicht gefunden habe, wenn die halt so weit wegrennen hier, ne? So, zeig mir deine Waren. Auch nochmal 44. Mach's gut. Und dann gucken wir mal, dass wir hier mal ein paar Steine und ein paar Stöcke zusammen kriegen. Ich glaube, 10 Stöckchen waren das, ne? Dann können wir wenigstens genau wie Papa schon mal abschließen. Also genau wie Papa ist eigentlich immer eine coole Quest. Ist immer schon einfach. Braucht man sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Und meistens ist es schnell per Hand gecraftet. So, wo ist denn der Kleine? Der sitzt da irgendwo. Hier ist er. So, hier, bitteschön. Passt gut drauf auf. Na? Dann können wir schon rüber zum nächsten. So, und selbst wenn jetzt hier ein nächtliches Geheul wiederkommt, brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Ah, siehst du, ich kann ja hier dann gleich die Leder mitnehmen. Ha! Wunderbar. Müsste eigentlich auch schon wieder drin sein. Hoffe ich mal. Hoppala. Nächstes Mal abbremsen. Nächstes Mal abbremsen. So, 9 Leder. 128 haben wir drin. So, haben wir auch. Kein Problem. So, Plötze. Aber raus da. Gut. Dann können wir hier die letzten Säcke rein eintauschen. So, ja. Meine letzten 40 Säcke, die nimmst du sogar komplett. Das ist doch nett. So, haben wir wieder 10.000 und wir kriegen noch eine Quest hier. So, bei was kann ich dir helfen? Hausrenovierung. Lass mich raten, du möchtest... Ein Kupferhammer, natürlich. Na komm, den hole ich dir nochmal fix. Das ist ja... Den dürfte ich sogar noch da haben. Es sei denn, die Kupferhämmer wurden jetzt aufgeraucht. Da muss ich natürlich einen machen, aber... Das ist ja nicht immer der Fall. Das Gute ist ja, dass hier unsere Höhle ist. Mit Mine und so. So, ein Kupferhammer möchte er haben. Ach, gucke mal an. Ich habe noch einen. Zufällig einen in der Kiste. Vor allem zufällig. Letztes Mal einfach nur ein paar mehr gemacht. Mensch, das läuft ja wie am Schnürchen heute mit den Questen. So. Ein Kupferhammer. Wie bestellt. Hier, bitte. Hausrenovierung fertig. Gut, jetzt haben wir nur noch ein Dörfchen. Ne, 2 Dörfchen noch mit Quests. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Dann können wir uns wieder ums Upgraden des Dorfes kümmern. Weil da fehlt ja noch das eine oder andere. Mit Upgrade. Von daher. Schauen wir mal. So, hier war ja gar nichts. Ja, da hinten das Eckdörfchen. Ah, Enten. So, einmal kurz Wasser nehmen. Und hoch da.
dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? An Aufgabe. Hier könnte ich mir jetzt vorstellen, nächtliche Jagd oder so. So, da ist die Questgeberin. Hallo. Bei was kann ich dir helfen? Bring mir einen neuen Bogen. Bogen los? Oh. Welchen? Recurve-Bogen. Natürlich. Wenn dann immer die besten Bögen. Na gut, da muss ich dann halt nochmal wirklich jetzt dann nach Hause. Das ist kein Problem. Heißt, wir reiten gleich weiter. Zum nächsten Dorf. Sowas wäre halt wirklich eine Schnellreise cool. So. Dann einmal hier nochmal quer wieder übers Wasser. Alle, Plansch. Da müssen wir mal schauen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob das jetzt eigentlich so gut reibungslos weitergeht. Jetzt keine nächtliche Jagd oder so kommt. Im letzten Dorf. Ob wir es dann vielleicht schon schaffen, das nächste Nahrungsmittellager aufzuwerten. Weil wir haben ja noch eins ums Eck bei der Scheune. Und ob das auch wirklich taugt oder nicht, dieses aufzuwerten. Halt. Na, jetzt komme ich hier nicht rein. Was haben wir eigentlich hier? Gesundheit. Zieglein. Die werden auch im Pferch gehalten, ne? Ziegenbock. Ne, die geben ja eigentlich nur Milch, ne? Okay. Alle sind so plötzlich wegteleportiert. Die geben ja größtenteils Milch. Haben wir eigentlich schon Milch? Ne, Milch haben wir noch gar nicht abgezwackt, ne? Ich müsste mal kurz in der Verwaltung gucken. Ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Schafe. Bereitschaft. 96%. Hä? Bedeutet? Bereit zum... was auch immer zu machen. Möglich? Ich weiß es nicht. Können wir mal gucken hier. Tierhaltung, Pferch. Ja, hier bringt das nämlich gar nichts, weil ich hier gar keine Ziegen drin habe. Das wollte ich nämlich ausprobieren. Das heißt, das Spiel merkt sich das, was da drin ist. Das heißt, wir können hier eigentlich auf 100% Wolle ausgehen. Ich müsste dann auch mal gucken, dass ich mir dann mal Ziegen zulege für Küchlein und so. Das heißt, wir können hier eigentlich auf 100% Wolle gehen. So, hier ist Dung auch auf 100%. Hier ist auch Dung auf 100%. Na, und hier passiert ja nichts. Na gut, jetzt holen wir erstmal die letzte Quest hier. Da drin. So, kann ich dir bei was helfen? Edle Schuhe abliefern. Stick dich. Hört sich immer an wie das Wort mit F. Wo ist denn Stick dich? Ach, das ist direkt bei mir zu Hause. Ja gut, da muss ich so oder so hin. Also, passt schon. Passt schon, da muss ich so oder so hin. Denn ich brauche ja nochmal
ein klein wenig Sachen aus dem Lager. Sowas wie kleine Boge. Gut, dann einmal quer durch hier. Schauen wir mal. Sieht hier schön ruhig aus. Kein Zelt aufgeschlagen von irgendwelchen Banditen. Das war meistens immer hier, ne? Ja, ich glaube, das war meistens hier in der Nähe. Ja, hier haben sie meistens das Zeltplätzchen. Oh, jetzt sieht man wenigstens die chinesische Mauer hier. Gut, dann geben wir mal Stickdicht ein. Ach, und dann Nähkollegen. Auch noch. Oh. So. Hier, bitteschön. Jetzt soll ich es wieder zurückbringen. Jetzt brauchen wir nochmal einen Recurve-Bogen. Den haben wir auch in der Kiste. Ich glaube, ich muss bald nochmal eine neue machen. Da ist er doch. Na, ich habe noch 4 Stück. Danach. Das heißt, wir können jetzt schon wieder zurückreiten. Dann passt das Ganze. So. Ich müsste dann auch mal gucken, dass ich dann vielleicht nochmal Dünger per Hand nochmal wieder ein bisschen selber pushe. Wie gesagt, uns fehlen ja schon wieder Leute ohne Ende. Und Geduld und so haben wir ja nicht wirklich. Na, ich glaube, ich mache erstmal das nächste Bauhaus fertig. Und danach gucke ich dann, dass ich vielleicht auch nochmal, ich wollte auch nochmal die Felder so ein ganz klein bisschen erweitern nach hinten. Und dementsprechend auch nochmal Plantagen hinzufügen. Müssen wir mal schauen. So. Bitteschön. Okay. Stick dich abgeschlossen. Ist der Bogen? Wo ist mein Pferd? Da. Mal den Bogen abgeben wollen. Ne? Ihr müsst auch schon Feldarbeit betreiben hier. Na denn. Wir reiten jetzt hier aber quer einmal durch. Und danach ist es ja dann eigentlich nur noch nebenan. Mit der Leder. Das heißt, wir reiten jetzt hier nochmal durch. Aber heute keine Tiere töten. Nochmal überlegen. Unser Jagen ist ja wirklich... ja, unaussprechlich. Wir sind ja im Jagen noch nicht wirklich geskillt. Soll ich einfach vielleicht auch mal sagen, im Winter, dass wir einfach mal jagen gehen. Dass ich jetzt nur so 2 Häuser mache, damit wir vielleicht nochmal so 2 Leute mit dazu kriegen. Weil Platz haben wir noch. Und damit wir dann halt auch im nächsten Zyklus, also sprich im Jahreswechsel, dann sagen können, okay, wir können uns vielleicht nochmal 2 Leute dazu holen. 2 mehr Arbeitskräfte, weil wir haben insgesamt noch 6 Mütter oder werdende Mütter. Die werden bald ausfallen. Die muss ich halt, ich weiß jetzt nicht immer genau, wann sie ausfallen. Das dauert ja immer ein bisschen. Deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein, dass ich dann immer notfalls sagen kann, jo, 2 können wir nochmal dazu holen, damit es dann passt. So, aber hier jetzt erstmal alt stehen bleiben. Halt, 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 halt. Jetzt hänge ich hier fest. Plätze. So, bitteschön. Neuer Bogen. Viel Spaß damit. So, und jetzt müssen wir nur noch einmal quer durch die Karte nochmal. Zurück. Das Flachs und das Leder abgeben. Und dann sind wir fertig.
Dann können wir uns eigentlich schon die nächsten anlachen. Eigentlich. Müsste ich mal gucken. Verwaltung, was sagt die? Ja, gut. Das dauert noch ein bisschen. Am besten wäre jetzt natürlich nochmal nächstes Jahr gleich ein Herold. Das wäre natürlich optimal. Na, müssen wir mal gucken. So. Jetzt haben wir aber auch wieder einen weiten Weg hier. Na, wie gesagt, wir werden dann erstmal gleich gucken, dass wir dann nochmal Häuser schon mal anfangen. Das heißt, ich glaube, den nächsten Tag sind wir dann größtenteils mit Häusern beschäftigt. Mit Hausbau und so. Und danach sollten wir dann mal gucken, dass wir vielleicht doch mal ein bisschen jagen gehen. Ja, es sieht schon ganz cool aus, hier so reinzureiten. Weil mehr Tiere können wir uns jetzt wegen den Steuern jetzt eigentlich auch nicht mehr leisten. Ich hatte jetzt überlegt, okay, gut, wir nehmen uns jetzt hier nochmal sowas wie Ziegen oder ähnliches mit rein. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt hier nochmal Ziegen mit reinnehme und mir prinzipiell nochmal mehr Tiere kaufe. Erstens gehen die Steuern dann sowieso nochmal ein bisschen höher. Und zweitens, wir müssen die Tiere dann ja auch noch kaufen. Und so krass im Geld stehen wir jetzt auch nicht mehr. Klar, das wird jetzt kein Problem sein, für uns jetzt die Steuern abzubezahlen. Aber trotzdem, man muss halt vorsichtig sein. Ich habe halt im Herbst viel ausgeben müssen. So, und ich glaube, ich bin schon an ihr vorbeigeritten, ne? Ja, nein, Plätze, nein. Häng fest. So, jetzt hänge ich nicht mehr fest. Wer hat dann hier Bretter hingestellt? So, hier ist sie. So, entspann dich. Hast du alles bekommen. Gut, das heißt, die Questen sind soweit fertig. Was sagt die Uhr? Also Ingame-Uhr. Sagt es schon bald wieder Feierabend. Da werden wir nicht viel machen können. Vielleicht nochmal ein Plan. Die Planung kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ja, machen wir mal die Einplanung und vor der Schenke machen wir dann halt nochmal ein klein wenig was hin. Achso, ich wollte gerade sagen, da steht jemand, aber ja. So, das heißt, hier stellen wir uns jetzt mal hin. Das heißt, wir machen jetzt noch den Rest des Abends Planung. Oder Einplanung. Jetzt muss ich erstmal gucken, welcher Zaun würde denn da am besten zu passen? So ein Holzzaun vielleicht? Der sieht ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus, aber wenn wir den jetzt hier so direkt dran heften, dann kann man da nicht mehr durchlaufen. Ich würde da eher lieber so einen kleinen Zaun haben wollen. Also Palisade, ich könnte natürlich... Oh, die kosten 1500, ne? Komm, wir nehmen auch mal... Wir gucken mal, wie groß die Steinwand ist. Ja, die sieht doch eigentlich schon viel besser aus. Die würde viel besser aussehen. Das heißt, wir könnten doch eigentlich... Machen wir mal. Gucken, wie weit kann ich hier jetzt reingehen? Machen wir hier mal... Ja, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Schade. Das klappt nicht. Ein Stück weiter nach hinten. Das ist halt so eine wirklich S-Kurve da drin, ne? Mach ich mal von hier aus Versuch. Ah, nee, passt auch nicht so ganz. Das wird jetzt hier halt in rumexperimentiere.
den jetzt hier direkt dran setze. Machen wir mal so. Machen wir mal ungefähr fast auf dieselbe Höhe. Ja, das würde passen. Wird zwar ordentlich Steine fressen, aber ist ja erstmal egal. Soll ja auch nahe gut aussehen, ne? Warum nicht? Warum mochtest du nicht? So. Dann kommen noch natürlich Möbel hin. Wir wollen natürlich auch Tische. Wir haben Baumstammtisch oder Holztisch. Ja, meinen Holztisch will ich denn dahin machen. Aber dafür brauche ich erstmal... Boah, ich gebe mein Geld schon wieder mit vollen Zügen aus. Das geht immer so schnell. Bretter und... Oh. Dann bin ich am Überlegen, Bänke zu nehmen. Das müsste ja eigentlich dann dieser Holztisch hier sein, ne? Gut, Bretter und Holzstämme brauchen wir erstmal. Das kriegen wir ja noch hoffentlich hin. Habe ich eigentlich noch meinen Hammer bei? Ja, ich habe meinen Hammer noch bei. So, dann gucken wir mal. Machen wir mal 30 Bretter. Das müssten dann für 5 Tische reichen. Das heißt, ich brauche nochmal 10 Stämme. Nehme ich eigentlich auch nochmal ein paar Steinchen mit. Oh, wir haben schon wieder 300 Kalkstein. Dann nehmen wir uns hier nochmal 50 Steinchen mit. Jetzt sind wir sehr schwer unterwegs. Ja, wunderbar. Auf Plötze ist Verlass. So, dann haben wir wenigstens hier den vorderen Rest schon mal. Jetzt bin ich zwar nicht wirklich dann zur Planung gekommen, jetzt fange ich schon wieder an zu bauen. Also das Gegenteilige von dem, was ich sage, mache ich, ne? So ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal, dass wir hier die Steine schon mal draufsetzen. Ja, in Steinen sieht das deutlich besser aus. Nicht nur wunderschön robust, sondern sieht auch deutlich besser aus. So, ein Gatter will ich jetzt hierfür nicht haben. Das wäre Quatsch. Weil soll ja nur so ein bisschen eingezäunt werden. So, dann gucken wir mal. Eigentlich müsste ich ja jetzt... Das ist Bam. Ah, hier brauche ich Bretter für. So. Hölzerne Bank. Dann kommt natürlich noch ein Tisch dahin. Ich hoffe, man kann sich da dann immer noch draufsetzen. So. Na, das passt doch so halbwegs. Machen wir hier so ein... Guck mal, wird gleich benutzt. Optimal. Dann mache ich erst wieder die Bank. Machen wir es so. Baumstammbank hier. So, dann machen wir wieder einen Tisch. So, und dann nochmal wieder eine Bank. So. Können sich schon mal ein paar mehr Leute hier hinsetzen. An die Schenke. Das wäre vielleicht noch sowas cool wie ein Steinfeuer, ne? Jetzt bin ich hier am Überlegen, nochmal ein Steinfeuer hinzusetzen. Aber...
Was haben wir für Beleuchtungsmöglichkeiten? Ja gut, wir könnten ja jetzt eigentlich auch bald das hier mal freikaufen, aber jetzt wieder 2000 ausgeben, das wäre natürlich auch doof, ne? Sonst haben wir nur Standfackel, was Beleuchtung angeht. Für abends. Damit die dann hier nicht im Dunkeln sitzen müssen. Verschiedenes Vogelscheuchen haben wir noch. Na, die kommen ja dann hinten hin. Zielscheiben, ja, könnte man eigentlich auch machen. Das hatte ich mir überlegt, das möchte ich gerne hinten haben. Also quasi hier hinten, dass man hier noch ein bisschen mit dem Bogen trainieren kann und so. So hinterhofmäßig. Mal gucken, ob ich das gut genug hinkriege. Aber es ist schon spät. Wir sollten langsam ins Bett. So schnell kann die Zeit vergehen. Hier wird ja auch schön am Feuerchen gesessen. Das passt ein bisschen besser. Gut, dann gehen wir jetzt schon mal schlafen. Das heißt, gute Nacht. Bis zum nächsten Tag. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.